Heute für euch, warum Sirius Black aufgehört hat, Remus Lupin zu vertrauen. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Sirius Black, Remus Lupin und ihre Verbindung zueinander. Sieht jemand von euch etwas zwischen Sirius Black und Remus Lupin geraten? Gibt es Zweifel an der Freundschaft? Ich sehe jedenfalls keine. James, Sirius und Remus standen sich sogar so nah, dass niemand etwas anderes als totale und vollständige Loyalität von beiden Seiten erwarten würde. Ich weiß, dass Peter Pettigrew im Grunde alles ruiniert hat, wofür die Rumtreiber standen. Aber ich hätte nie gedacht, dass der Druck des Krieges die Dinge so weit treiben würde, dass Sirius Black an Remus Lupins Loyalität zu James zu zweifeln beginnen würde. Aber genau das war der Fall. Und genau das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Wir sehen uns all die Faktoren an, die dazu beigetragen haben, dass Sirius Black einen seiner engsten Freunde verdächtigt hat. Also lasst uns gleich starten. Es ist die Mitte des ersten Zaubererkrieges. Voldemort ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er gewinnt, egal was der Orden des Phönix ihm und seiner Truppe vor die Nase setzt. Tatsächlich ist sich Albus Dumbledore nur allzu bewusst, dass ihm die Niederlage förmlich ins Gesicht starrt. Die Prophezeiung wurde daraufhin von Sybil Trelawney vorausgesagt und sie gab denjenigen Hoffnung, die sie gehört haben. Severus Snape hörte den Großteil der Prophezeiung, mit Ausnahme des Teils, der besagt, dass keiner von beiden leben kann, solange der andere überlebt, und er informiert daraufhin natürlich den Dunklen Lord. Dieser begann nun mit der Suche nach dem Kind. Severus Snape erkannte, was er getan hat, indem er Lily Potter in Gefahr brachte und informierte Dumbledore, dass die Potters in Gefahr sind. Er bat Dumbledore, sie zu verstecken, da er nur zu gut weiß, wozu sein Meister fähig war. Etwas, das sich Sirius, James, Remus und sogar Peter zugutehalten muss, ist, dass sie wissen, dass Voldemort eine ganz andere Art von Gefahr darstellt. Er wird keine Gefangenen machen und keine Ausnahmen zulassen. Er war ein Mann, der alles dafür tat, um seine Ziele zu erreichen. Viele Menschen verschwanden, die Winkelgasse wurde leblos, alle waren verängstigt, es waren ziemlich dunkle Zeiten und das Schlimmste war, dass der Dunkle Lord kurz davor war, den Sieg davonzutragen. Eine neue Veränderung war im Anmarsch. Der Grund, warum ich das so beschreibe, ist einfach. Es ist einfach wichtig, dass ihr alle versteht, dass die Mentalität von vielen Menschen verzerrt, instabil und unsicher war. Niemand vertraute irgendwem. Man wusste einfach nicht, wer ein geheimer Spion des Dunklen Lords sein könnte und wer nicht. Oder dass man, wenn man im Beisein der falschen Person etwas Falsches sagt, auf der Stelle getötet oder gefangen genommen werden könnte. Und das war nur für den gewöhnlichen Zauberer oder die gewöhnliche Hexe. Ich will gar nicht erst ausmalen, was mit den Muggeln passiert ist. Sirius Black war eng mit zwei der begehrtesten Personen der magischen Gemeinschaft verbunden, James und Lily Potter. Und der Dunkle Lord, der sich der Bedrohung, die ihr Sohn für ihn darstellte, bewusst war, musste das Paar finden, um an den Jungen heranzukommen und ihn zu töten. Es gab keine Möglichkeit, keine Chance, dass er den Jungen am Leben lassen konnte. Er tat alles, was er konnte, um sie ausfindig zu machen. Meistens durch Angstmacherei, durch sein Aufzeigen der immensen, konkurrenzlosen Macht. Und dabei hat er Peter Pettigrew so sehr erschreckt, dass er selbst zum Doppelagenten für die Todesser wurde. Sirius, so beschützend wie er war, war paranoid. Er spürte die Anwesenheit derer, die ihn auf Schritt und Tritt beobachteten, doch er konnte sich nicht sicher sein, ob er wirklich ausspioniert wurde. Er war James ewig dankbar, dass er ihm ein Zuhause und ein besseres Leben gab. Sirius würde sein Leben opfern, wenn es nötig wäre, um seine Freunde zu beschützen. Ebenso wie Remus Lupin und Pettigrew selbst. Zumindest würde letzterer sie in dem glauben lassen. Als ob das nicht schon genug für Sirius wäre, wurde er auch noch misstrauisch gegenüber allen, die ihn umgaben. Und er begann zu theoretisieren, wie und warum jede Person die Potters verraten könnte. Remus Lupin hatte seiner Meinung nach das größte Motiv dafür, wegen seiner Lykantrophie. Wie ironisch es war, dass Sirius seinen Freund nur wegen dieser Krankheit verurteilen würde. Sirius wurde einst ein Animagus und für diejenigen unter euch, die den Animagus-Prozess nicht kennen, es ist ein langwieriger, schwieriger und detaillierter Zauberprozess. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit des Scheiterns, wenn der Zaubernde nicht während der gesamten erforderlichen Zeit voll konzentriert ist. Remus hätte nämlich tatsächlich einen Vorteil, wenn der Dunkle Lord siegreich sein würde. Sollte Voldemort siegreich sein, müsste Lupin nicht mehr in dem aktuellen Klima leben, das für ihn recht unangenehm war. Der Dunkle Lord plante, die Zaubererwelt zu befreien. Er wollte eine reinblütige Gesellschaft erschaffen und als Gegenleistung für ihre kämpferische Unterstützung die Kreaturen befreien. Kreaturen, die tief in den verbotenen Wald verbannt waren, wie Riesen, Zentauren und Werwölfe. Sie müssten nicht länger in der Isolation leben und sich den strengen Gesetzen des Ministeriums unterwerfen.
Vor allem Werwölfe wurden schwer misshandelt. Man sah auf sie herab. Sie wurden als gefährlich und als eine große Bedrohung angesehen. Und wer sich dem Ministerium zu erkennen gab, wurde zusätzlich unter strenge Beobachtung gestellt. Es wurden immer mehr Anti-Werwolf-Gesetze erlassen, die Remus das Leben extrem schwer machten, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit seinem Zustand an die Öffentlichkeit getreten war. James wusste um die Not seines Freundes und bestand darauf, ihm einen Monatslohn aus seinem Erbe zu geben. Er erhielt nach dem Tod seiner Eltern sein Erbe und teilte es mit Remus, da dieser nicht arbeiten konnte durch die Lykantrophie. Sirius, der weiß, was James für seinen Freund getan hat, konnte nicht akzeptieren, dass Lupin selbst nach einer solchen Geste noch die Seiten wechseln konnte. Aber wie ich schon zu Beginn des Videos sagte, die raue Natur des Krieges kann die Sinne einer Person verzerren, selbst wenn es die treuesten und ehrlichsten Männer waren. Und Sirius Black war nicht anders. Wir haben das sogar bei Cornelius Fudge gesehen, als seine eigene Paranoia ihn dazu brachte, Albus Dumbledore zu hinterfragen, als er sich einbildete, dass der Schulleiter die Rolle des Zaubereiministers übernehmen wollte. Was viele auf Fudges Kosten nicht wissen, ist die Tatsache, dass Fudge und Dumbledore einst sehr gute Freunde waren. Der Minister schätzte seine Meinung sehr und bat ihn in zahlreichen Briefen um Rat in bestimmten Situationen. Vor allem in seinen Anfangsjahren. Als Minister führten die ständigen Gerüchte über Voldemorts Rückkehr Cornelius auf einen paranoiden und zweifelhaften Weg, der sogar dazu führte, dass er sich in die Vorgänge in Hogwarts einmischte. Er versuchte, Harry Potter aus der Öffentlichkeit zu entfernen, indem er ihn von der Schule verwies, und versuchte sogar, Dumbledore nach Azkaban zu verbannen. So ist es nicht verwunderlich, dass selbst die ehrenhaftesten Männer wie Sirius Black begannen, an allen zu zweifeln, die ihn umgaben. Sirius schlug sogar vor, die Entscheidung, den Fidelius-Zauber zu benutzen, ganz und gar vor Remus geheim zu halten. Stattdessen übersah er die Person, die den Verrat wirklich begangen hat. Niemand hatte Peter Pettigrew jemals als Bedrohung gesehen. Sirius hatte nie hinterfragt, warum er tagelang verschwunden war oder wie er behauptete, dass der Dunkle Lord über eine Macht verfügte, die jenseits allen messbaren Mitteln lag. Oder wie er sich zunehmend unwohl fühlte und sogar den schuldbewussten Gesichtsausdruck seines Freundes nicht bemerkte. Etwas, das sogar Lily Potter selbst aufgefallen war, als Peter sie besuchte, als sie sich versteckt hatten. Wie wir alle wissen, hat Peter seine Freunde verraten. Die Potters wurden umgebracht und Sirius selbst wurde das alles angehängt. Alles nur, weil Sirius die wahre Loyalität zu Remus ignorierte und zu Pettigrew eine zu große hatte. Manchmal sind diejenigen, von denen wir es am wenigsten erwarten, diejenigen, die den größten Schaden anrichten, denn sie haben mehr Freiheiten und mehr Vertrauen als alle anderen. Und das ist es, warum Sirius aufgehört hat, Remus Lupin zu vertrauen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.